Erdbeer, Emmemimili Erdbeer, Emmemimili Erdbeer. In einem Land, wo Riesenerdbeeren wachsen, weit, weit von hier entfernt, ist sie wohl bekannt. Man muss ins Herz sie schließen, wenn man sie kennenlernt. In einem Satz, dieses Mädchen ist ein Schatz. Mit ihr erlebt man immer was. Emmemimili Erdbeer. Hey, seid mit dabei, dann habt ihr Spaß. Total unentbehrlich, denn sie ist erdbeerbegierig, freundlich. Bei ihr ist jeden Tag was los. Emmemimili, Emmemimili Erdbeer. Kommt schon alle miteinander. Auf in den Club. Worauf wartet ihr noch? Lasst uns in den Club gehen. Oh je. Kann mir vielleicht mal jemand helfen? Aber nein, nicht du! So habe ich mir das nicht gerade vorgestellt, weißt du? Komm mit, Larissa Lebkuchen! Wo wollen wir denn auf die Eile und Schnelligkeit hin, Emily? Zu dem einzigen weltweit großen Freundschaftsclub! Chiara Kuchen! Oh. Wir holen dich ab, Chiara! Schnell, schnell, schnell! Bin sofort zur Stelle! Orangella Obstblüte! Hallo, Orangella! Komm, beeil dich! Komm schon, hurtig! Lasst uns gehen! Nun erzähl uns mal, was hier gespielt wird, Emily Erdbeer. Ja, Emily, das möchte ich auch wissen. Was ist hier los? Was willst du uns denn erzählen? Es ist eine bärig aufregende Geschichte passiert und ich kann es kaum erwarten, sie euch endlich zu erzählen. Wir haben noch letzte Woche Freundschaftsbriefe geschrieben, wisst ihr noch? Wie kann man das vergessen? Also, mir hat gerade jemand zurückgeschrieben, eine Freundin, die in einem weit entfernten Land lebt. Das ist ja wirklich ein tolles Ding. Was steht denn in dem Brief? Ja, wir wollen wissen, was drinsteht. Lies ihn uns vor. Das Mädchen heißt Crêpe Suzette und sie lebt ganz, ganz weit weg von hier in 1, 2, 3, 4 Rue de la Rue, um genau zu sein. Ich soll sie besuchen kommen, sie hat mich eingeladen. Na sag mal, du willst doch nicht ernsthaft dahin fahren, oder etwa doch? Ich möchte sogar bierig gerne dahin fahren. Na das ist ja eine schöne Bescherung. Du kannst doch nicht deine Sachen packen und dieses Mädchen besuchen. Wieso denn nicht? Du kennst doch da niemanden. Da leben nur Fremde. Und Kinder, die in anderen Ländern leben, naja, die sind eben anders. Aber das ist doch gerade das Tolle an neuen Freunden. Man kann so viel Neues über sie erfahren. Und ich könnte ihr einen Button von unserem Freundschaftsclub schenken. Auf Freundessuche fahre ich durch die ganze Welt. Und find ich einen, sag ich ihm, ich weiß, wo's dir gefällt. Unser Club, der Freundschaftsclub. Los, mach mit, Freunde hat man nie genug. Freunde findet man auf der ganzen Welt. Sieh nur in dein Herz, das ist allein, was zählt. Und ob Freund, Ami, Amigo, Amici oder Friend, der Freundschaftsclub, der ist das Größte auf der Welt. Sei dabei im Freundschaftsclub, hör man nicht so, wie du bist. Sei dabei, Freunde hat man nie genug, in unserem Freundschaftsclub. Erst Pachisi, dann Mancala, du zeigst uns dein Spiel. Denn egal, woher du kommst, nur Spaß ist unser Ziel. Und sind wir mal nicht einer Meinung, dann ist das ganz egal. Wir streiten nicht, wir einigen uns schnell, denn streiten ist ne Qual. Sei dabei im Freundschaftsclub, sei dabei, Freunde hat man nie genug. Sei dabei im Freundschaftsclub. Hör mal, Emily, ich glaube, wir sollten uns unterhalten. Ach ja? Worüber denn? Über diese Reise. Was ist, wenn deine Freunde recht haben? Was ist, wenn diese Fremden, naja, fremd sind, du verstehst? Na klar werden die fremd sein. Also mir ist nicht zum Spaßen zumute. Was ist... Du denkst tatsächlich, dass sie fremd
ist doch der Grund, weshalb ich sie kennenlernen will. Um mehr über sie zu erfahren. Und danach sind sie eben keine Fremden mehr. Das ist doch fürchterlich aufregend. Ich kann nicht leiden, wenn's aufregend ist. Für mich soll es lieber schön und ruhig und friedlich sein. Denk doch nur, über dem nächsten Hügel und über dem nächsten Meer sind ganz viele neue Freunde, die nur darauf warten, dass man sie kennenlernt. Hast du eine Ahnung, wie weit der Ort entfernt ist, wo diese vielen Freunde warten? Naja, so ganz genau könnte ich das nicht sagen. Und wie lange hast du vor, zu bleiben? Das weiß ich auch noch nicht so genau, weißt du? Aber wann bist du denn wieder zurück? Ich komme wieder, sobald das Abenteuer abgeschlossen ist. Entschuldige, Plätzchen, aber wenn wir deinen Kauknochen mitnehmen, dann ist kein Platz mehr für mein Kuschelkissen. Na gut, was tut man nicht alles für seine Freunde? Alles klar, Schnurrschönchen? Bist du bereit, Plätzchen? Und ob ich bereit bin. Also dann, auf Wiedersehen. Wir sehen uns bald. Ich wünsche dir eine ganz tolle Reise, hast du gehört? Und vergiss nicht zu schreiben. Komm bald wieder. Komm gesund. Oh, Leute, auf Wiedersehen. Pass auf dich auf. Du meine Güte, von hier oben sieht die Welt ja bärig schön aus. Willst du nicht auch mal gucken, Schnurrschönchen? Na sag mal, du hast doch nicht etwa Höhenangst. Nein, vielen Dank auch. Die habe ich nicht. Ich habe sogar eine panische Höhenangst. Weißt du was, wir machen einfach ein Wolkenbilderspiel. Das wird dich ablenken. Das macht bärig Spaß. Du suchst dir eine Wolke, die nach was anderem aussieht. Guck mal, die da drüben. Ich finde, die sieht wie eine Erdbeere aus. Ja, ganz richtig, Plätzchen. Die da sieht wie ein Hundeknochen aus. Und die da sieht wie ein schönes, dickes, kuschelig, gemütliches Schmusekissen aus, so wie meins das jetzt zu Hause liegt. Sei jetzt nicht traurig. Ganz, ganz bald werden wir an einem Ort landen, den du noch nie zuvor gesehen hast. Und denke immer daran, über dem nächsten Hügel und über dem nächsten Meer sind ganz viele neue Freunde, die nur darauf warten, dass man sie kennenlernt. Schnurrschönchen, Plätzchen, seht doch nur, wir sind da. Meine Güte, ist das groß. Und so anders. Wir müssen immer ganz dicht zusammenbleiben, ja? Aber natürlich, ich bin immer dicht bei euch, das wisst ihr doch. Gute Freunde lässt man nie im Stich. Danke, vielen Dank. Hey, was ist denn das für ein langes, scharfes, spitzes Ding? Das muss bestimmt der Piefelturm sein. Gleich gibt's einen Zusammenstoß. Dann können wir besser landen. Ist bei euch alles in Ordnung? Mehr oder weniger. Ich glaube, jetzt haben wir einen kleinen Verkehrsstau verursacht. Augenblick! Wartet! Ich werde euch helfen! Das war außerordentlich freundlich von dir. Da war ich nun und hab natürlich eingekauft. Und dann seid ihr einfach so vom Himmel auf die Straße gefallen. Entschuldigt vielmals, aber meine Freunde sagen, dass ich manchmal ein wenig dramatisch bin. Kann ich euch irgendwie helfen? Es kommt drauf an. Weißt du zufällig, wo die Rue de la Rue 1234 ist? Aber natürlich. Rue de la Rue 1234 ist die Straße, in der ich lebe. Bist du etwa Crêpe Suzette? Ja, genau, die bin ich. Und du musst Emily Erdbeer sein. Hast du eine Ahnung, wer da so kläfft, Plätzchen? Ein Kampfeichhörnchen! Und dann noch mit einer schlecht sitzenden Frisur! Aber ja, das ist doch kein Eichhörnchen! Das ist meine kleine Eclair! Sag schön pardon, Mademoiselle Cha! Nur, dass ihr's wisst, das ist mein allerliebster Lieblingspüdel! Ach so. Das hier ist Schnurrschönchen und das Plätzchen! Wir kommen von ganz weit her, nämlich vom Erdbeerland! Dann müsst ihr ja sehr müde sein! Wollt ihr euch bei mir ausruhen? Et voilà, das hier ist mein Laden. Et voilà? Was soll das heißen? Das heißt, und bitte sehr. Also ehrlich, du machst ja ganz wundervolle Kleider. Merci, das heißt so viel wie danke sehr. Ich habe mit Sonnenblumen gearbeitet, aber die sind irgendwie aus der Mode gekommen. Und Gänseblümchen auf Kleidern sind leider schrecklich passé. Inzwischen arbeite ich mit Bären. Ich liebe alle Arten von Bären. Sie werden das Design des Jahres. Was denkst du darüber? Liebst du auch die Bären? Na, und ob ich sie liebe? Nun, was habe ich gesagt?
Alle Menschen sind sich irgendwie ähnlich, stimmt's? Ich denke, Crêpe Suzette ist irgendwie in Ordnung. Aber bei ihrem Hund habe ich so meine Zweifel. Hallo, lasst uns reingehen. Ich freue mich so sehr, dass ihr da seid. Es ist schön, neue Freunde kennenzulernen. Ach, dabei fällt mir ein, ich wollte dich doch einladen zu unserem... Oh? Nein, nicht Plätzchen! Oh, no, no, no! Meine Kleider, meine Robben, meine Ente! Große Güte! Ich hab Nein gesagt, Plätzchen! Ich hol ihn! Nein, nicht Schnurrschönchen! Die kennen doch die Gegend hier nicht! Die werden sich bestimmt verlaufen! Eclair! No, no, no! Komm zurück! Desaster! Katastrophe! Wieso konnten deine Tiere meine Eclair dazu verleiten, wegzulaufen? Das war bestimmt nicht ihre Absicht. Meine Eclair kennt sich in der Stadt nicht aus. Jetzt wird sie sich bestimmt verirren. Ich bin sicher, wenn wir uns zusammentun, werden wir unsere Ausreißer finden. Du weißt doch, Freunde helfen einander. No, kommt nicht in Frage. Ich werde meine Eclair alleine suchen. Ich weiß doch gar nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Da bist du ja, Plätzchen. Ich habe mir so furchtbar große Sorgen um dich gemacht. Das heißt, ich war wütend. Furchtbar wütend auf dich. Mach das nie wieder, hast du verstanden? Oh. Wie dem auch sei. Jetzt müssen wir wieder zu Emily zurück. Aber das ist leicht gesagt, denn wir wissen ja gar nicht, wo wir sind. Nun hör mal auf zu fiepen. Ich lass dich nicht im Stich. Dafür sind Freunde da, oder? Das sagt Emily immer. Schnurrschönchen! Plätzchen! Oh. Ich kann nur hoffen, dass es Ihnen gut geht. Eclair! Eclair! Du kannst froh sein, dass ich mich um dich kümmere. Plätzchen? Plätzchen, wo steckst du schon wieder? Ach, da bist du ja. Ich möchte dich herzlich bitten, endlich mit diesem Unsinn aufzuhören. Ach, du Schreck, die schon wieder. Bitte mach ihr klar, dass wir uns verlaufen haben. Da gibt's wohl ein Verständigungsproblem. Kannst du mir mal runterhelfen? Oh nein, die arme Kleine, die... Das geht nicht. Im Augenblick können wir ihr nicht helfen. Mir nach, aber leise, ja? Du musst nicht weinen. Wir werden dir helfen. Psst! Die Dramatik muss in der Familie liegen. Pass du auf den Hundefänger auf. Mehr als arbeiten kann ich nicht. Wir wegkommen. Ich glaube, Eclair zeigt uns den Weg. Also hinterher. Entschuldigung bitte. Hast du vielleicht irgendwo einen Hund gesehen? Und dazu noch eine Katze? Sie haben sich verirrt. Ich vermute, dass du mich nicht verstehst, richtig? Naja, schon in Ordnung. Danke. Also das gibt's doch nicht. Wie soll ich sie jemals wiederfinden, wenn ich nicht mal weiß, wie verirrt auf Französisch heißt? Das ist es. Ich brauche keine Worte. Jedenfalls hat es aufgehört zu regnen. Na also, et voilà. Entschuldige bitte, hast du die beiden gesehen? Ah, oui. Le chien et la chat. Mais oui.
Der Hund und die Katze. Vielen Dank auch. Ich meine, merci. Eclair! Eclair! Jetzt ist meine kleine Eclair für immer verschwunden. Ach, du bist es, Crêpe Suzette. Ja, ich bin es. Hallo, Emily Erdbeer. Hast du deine Eclair gefunden? Mein armer kleiner Püdel ist wohl endgültig verschwunden. Aber vielleicht auch nicht. Siehst du, das habe ich gezeichnet. Und das hat schon bärig viel genutzt. Jetzt müssen wir nur noch... Sieh mal, was hältst du davon? Ah, merci, merci, c'est une bonne idée. Gern geschehen. Freunde müssen immer für Freunde da sein. Los geht's. Da sind sie ja. Schnurrschönchen, Plätzchen, Eclair. Na was? Los, wir müssen uns beeilen. Schnell in den Bus. Hm? Wie dieses? Aber sie waren doch gerade hier. Wo sind sie denn jetzt schon wieder? Schnurrschönchen, Eclair, Plätzchen. Schnurrschönchen, Plätzchen, Eclair. Oh weh, wir fahren ja. Oh, ein Voleur, alter Dieb. Aber ich kann doch gar nicht Auto fahren. Du etwa? Desaster! Katastrophe! Pardon! So bin ich wohl keine Hilfe, nicht wahr? Ich werde mich wieder beruhigen. Was soll ich machen, Emily? Stopp! Arrêt! Nichts wie weg hier! Et voilà! Attention! Attention! Da! Wie können wir denn nun wieder anhalten? Mit diesem Ding könnte es funktionieren. Aber ich kann es nicht bewegen. Wenn ich sage ziehen, dann müssen wir ziehen. Also ich bin ja kein Experte, aber irgendwie sieht das nicht in Ordnung aus. Crêpe, kannst du die Bremse treten, während ich lenke? Schnurrschönchen und Plätzchen und Eclair werden dir helfen. Wir können es auf alle Fälle versuchen. Aber welches ist die Bremse? Weiß nicht, du musst alles durchprobieren. Das ist falsch, ihr müsst rasch was anderes ausprobieren. Das ist sie. Ich wusste, dass wir es schaffen können. Gemeinsam. Wir haben direkt vor meinem Laden gehalten. Tja, weil wir eben bärig gut sind. Ach ja, Emily. Es tut mir leid, dass ich nicht von Anfang an auf dich geirrt hab. Freunde sollten Freunden helfen. Merci, Monsieur. Vielen Dank, Sir. Ah, merci, Mademoiselle. Eine gute Nacht, Sir. Bonsoir, Monsieur. Du musst heute Nacht bei mir bleiben. Ach nein, ich glaube, das geht nicht. Sieh doch, was wir angerichtet haben. Aber Freunde lassen sich doch von Freunden helfen, no? Na klar, und vielen Dank auch. Merci. Unsere Kleider sind ruiniert. Ich werde dich von Kopf bis Fuß neu einkleiden. Sieh mal das Kleid, probier diesen Hut. Das wusste ich gleich, die Sachen stehen hier richtig gut. Auch wenn wir nicht gleich Freundinnen waren, jetzt ist es umso schöner, lass uns das bewahren. Meine Freundin Monami, vielen Dank, merci. Danke, dass du so eine tolle Freundin bist. Meine Freundin Monami, vielen Dank, merci aussi. Eine Freundschaft, die mit dir hab ich vermisst. Eine andere Welt, ein anderer Stil. Dass ich dein Freund sein darf, bedeutet mir so viel. Wenn's uns gelingt, in unsere Herzen zu sehen, dann werden wir von Tag zu Tag uns besser verstehen. Meine Freundin Monami, vielen Dank, merci. Freundschaft ist für